Ja, ich erzähle Ihnen gerne was über unsere Forschungsaktivitäten, speziell jetzt das Thema Fliegen ohne Treibhausgaseffekt, ob das geht. Geht es? Ja, schauen wir uns das mal an. Ich würde zunächst ein bisschen auf den Hintergrund eingehen. Was ist der Treibhausgaseffekt der Luftfahrt? Wie groß ist der? Dann können wir natürlich verzichten und nicht mehr fliegen. Oder wir fliegen direkt elektrisch. Das wäre ja sozusagen, wenn wir im Auge haben, wir machen erneuerbaren Strom, das Erste, was einem in den Sinn käme. Oder wir fliegen mit Wasserstoff, dann brauchen wir zumindest kein Kohlendioxid. Oder wir fliegen eben mit nachhaltigem Flugtreibstoff, auch SAF, SAF genannt. Das ist dann quasi der Drop-in, so wie das heutige Kerosin, nur eben nachhaltig. Ne? SAF steht für? Sustainable Aviation Fuel. Und zuletzt würde ich dann einordnen, wo wir uns mit unserer Forschung eigentlich bewegen. Der Treibhausgaseffekt der Luftfahrt hat diesen Verlauf hier genommen. Wir sehen, das ist stark gestiegen. Das fängt ja an 1940. Und diese rote Kurve geht hier nach oben. Das sind die absoluten Werte. Das heißt, wir haben 1 Milliarde Tonnen CO2. Das ist jetzt hier das Jahr 2018, also vor der Covid-Krise. Die jedes Jahr emittiert werden durch den Flugverkehr. Genau. Wenn man das jetzt in Relation setzt zu den Gesamtemissionen, dann sieht man, dass sich nicht allzu viel getan hat, weil natürlich alle so gewachsen sind. Mhm. Also das heißt, der relative Anteil liegt irgendwo zwischen 2,5 und 3%. Hört sich nach wenig an, verglichen mit den Gesamtemissionen, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Die Zahlen absolut sind natürlich groß, also wir brauchen 1 Million Tonnen am Tag von diesem Kerosin. Daraus entstehen dann im Endeffekt 3,2 Millionen Tonnen CO2 am Tag. In Summe sind es 4% vielleicht, je nachdem, oder 3. Aber es ist auch der am schnellsten wachsende Sektor. Das heißt, die Luftfahrt weltweit hat einen Anteil oder bewirkt 4% des gesamten globalen Treibhausgaseffektes. Des CO2. Des CO2, nur des CO2. Direkte CO2-Emissionen. Ich rede jetzt nur über direkte CO2-Emissionen. Und wenn wir für die EU, habe ich hier noch ein Bild, wo das Wachstum gezeigt ist. Das sind also jetzt die Treibhausgasemissionen der EU in einzelne Sektoren runtergebrochen. Also die internationale Luftfahrt, sozusagen der Langstreckenverkehr. Da sieht man jetzt schon genau diese Covid-Krise, da ging das natürlich runter. Dann die inländische Luftfahrt ging natürlich auch hier runter, 2020. Dann haben wir sozusagen den internationalen Seeverkehr hier in Blau, den Binnenverkehr und dann haben wir hier noch ist der Straßentransport und der Schienentransport. Also was man sieht, das sind jetzt hier die Wachstumsraten im Prozent verglichen mit 1990. Wir sehen also, die internationale Luftfahrt vor allem steigt am meisten. Inzwischen sind wir ja in 2023, da gibt es die Zahlen, die zeigen, dass wir wieder hier oben sind. Das heißt also, die Covid-Delle ist eigentlich überwunden und wir müssen uns darauf einstellen, dass das hier weiter wachsen wird. Das sind hier die Projektionen, die gehen jetzt hier von einem sanfteren Anstieg aus, als jetzt hier in den letzten Jahren gesehen wurde. Aber wir gehen davon aus, der Verbrauch steigt weiter. Das heißt, Covid war nur eine kurze Delle und die Entwicklung ist auf Wachstum ausgerichtet. Somit werden auch weiterhin die Emissionen zunehmen. Man könnte jetzt brutal formulieren, der Rückgang, der während der Covid-Krise eingetreten ist, wäre eigentlich der Kurs gewesen, den wir jetzt fahren müssen. Aber wir haben das nur im Krisenmodus geschafft. Im Normalmodus sind wir wieder zurück auf unseren normalen Verbrauch. Das zeigt uns, dass wir halt eben große Anstrengungen unternehmen müssen, um da wieder hinzukommen. Also wir sehen, es ist von der Menge 3-4% an den Gesamtemissionen, hört sich erstmal nach wenig an, ist aber absolut natürlich viel, 1 Milliarde Tonnen, ist natürlich erheblich global. Und jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Punkt, den nicht alle Leute immer so auf dem Schirm haben, dass diese Luftfahrt auch einen Nicht-CO2-Effekt verursacht. Jeder kennt die Kondensstreifen hier, die wir dann sehen, wenn ein Flieger über den dunklen Himmel zieht. Und diese Kondensstreifen, die machen auch einen Treibhausgaseffekt. Also die tragen auch zur Erwärmung bei. Einmal, weil ich Wasserdampf produziere und Wasserdampf sowieso auch ein Treibhausgas ist.
Das würde aber relativ schnell sich verteilen. An den Rußpartikeln, die ich hier kriege, kondensiert aber dieser Wasserdampf und hält sich relativ lang. Und deswegen sehe ich diese Kondensstreifen relativ lang und das macht dann auch den großen Effekt aus. Und dieser Effekt, wie uns der Eisberg hier rechts zeigt, der ist ungefähr doppelt so groß wie der direkte CO2-Effekt. Also jetzt müssen wir auf diese 4 oder 3% diesen Effekt draufrechnen, dann sind wir schon bei 12 oder 13 oder sowas, 10. Also nochmal zusammenfassend heißt es, dass wir durch das Fliegen ungefähr 12% des gesamten globalen Treibhauseffektes auslösen. So ist es. Das ist enorm hoch. Genau. Und deswegen muss man sich fragen, wie kann man das ändern? Wie kann man eben ohne Treibhausgaseffekt fliegen? Kann man das? Ja, man kann es, aber zunächst wollen wir uns die erste Option anschauen. Wir könnten natürlich verzichten zu fliegen. Das ist trivial. Andererseits aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass man sich schon überlegen sollte, wann man eben einen Flug macht und wann man halt die Bahn nimmt oder zu Hause bleibt und eine Online-Konferenz zum Beispiel macht. Und dafür ist es ja ganz nützlich, wenn man sich anschaut, wie sich die Passagierzahlen verhalten. Und das ist auf diesem Slide gezeigt. Wir sehen hier auch die Covid-Delle und wie das vorher natürlich gestiegen ist. Und dann hier haben wir sozusagen Annahmen, entweder wir gehen davon aus, dass sich das dynamisch mit höherer Wachstumsrate entwickelt oder die etwas tiefer liegenden Prognosen liegen dann bei 2,4%. Also das ist das, was man annimmt, zumindest im Bereich der Luftfahrtindustrie. Davon gehen die aus, dass sich die Passagierzahlen in diesem Bereich weiter erhöhen werden. Das sieht nicht so aus, als ob Verzicht hier schon zu beobachten wäre. Ne? Und das heißt, wenn in anderen Sektoren reduziert werden würde, würde sich ja der prozentuale Anteil, was das Fliegen hervorruft, dann nochmal deutlich steigern dadurch. Genau. Ja. Und dann haben wir ja auch noch die Fracht. Und da sind die Überlegungen ähnlich. Das ist jetzt hier von Boeing. Ähnliche Darstellung, nicht ganz so weit zurück, also von 2001 dann bis in die Zukunft. Annahme der Wachstumsrate liegt hier auch zwischen 3 und 4%. Also ich halte es für unrealistisch anzunehmen, dass die Leute nicht mehr fliegen und dass nichts mehr per Luftfracht transportiert wird. Also wir müssen an den Optionen arbeiten. Und dann ist die erste Option, die wir haben, wäre natürlich, wir haben ja die Idee, dass wir erneuerbare Elektrizität letztendlich erzeugen aus Photovoltaik und Windenergie. Und dann wäre natürlich die erste Überlegung, die kommt, naja, dann lasst uns elektrisch fliegen. Batterie rein und fertig. Das macht man auch schon relativ lange. Das ist hier dieser Antares 20E. Das ist im Prinzip ein Segler mit Motor. Sowas geht heute elektrisch, das ist auch zugelassen. Es gibt auch solche kleinen Motorflieger und in der Zukunft vielleicht sowas, das ist hier eher noch so eine Studie. Hier sind mal für den Antares Zahlen, also Leermasse 460 Kilo, maximale Startmasse 660, das sind 200 Kilo, sagen zwei Leute. Mhm. Und hier ist es ähnlich, Zuladung 172 Kilo. Also da sieht man schon, das ist das Problem, größere Gewichte, längere Strecken geht eigentlich elektrisch nicht. Wie weit kommt man mit solchen batterieelektrisch betriebenen Flugzeugen? Das habe ich hier nochmal zusammengefasst. Mhm. Also der Stand, aber ich verweise hier, bevor ich das vergesse, auch auf diese schöne Webseite, Electric Flight EU. Mhm. Da kann man eigentlich sehr viel zu diesem Thema finden. 800 Kilometer will man schaffen eigentlich in wenigen Jahren. Im Moment ist es so, dass man so einen Kleinflieger dann mit 4 bis 5 Personen bestücken kann. Und der würde jetzt noch keine 800 Kilometer schaffen, aber mit entsprechendem Fortschritt bei der Energiedichte der Batterien ist das das, was man eigentlich glaubt, dass man hinkriegt. Also eher Kleinflugzeuge, wenig Personen, Inlandsfliege, das ist also eine Vision. Wenn Sie jetzt nach Helgoland fliegen wollen zum Beispiel, das wäre sicherlich drin und das wäre ja auch schon was. Gut, aber das wäre eher etwas für einen exklusiven Kreis. Ja, naja, exklusiver Kreis würde ich nicht sagen, aber halt kurze Strecke. Kurze Strecke. Also wie so typisch diese Insel. Ja. Also man könnte jetzt über eine Brennstoffzelle natürlich den Strom erzeugen oder halt mit der Batterie. Das jetzt sind Flugzeuge mit Batterie. Bei der Brennstoffzelle sind wir dann ja eher beim nächsten Thema, nämlich Wasserstoff. Fliegen mit Wasserstoff aufgrund der höheren Energiedichte, die ich mit Wasserstoff hinkriege, verglichen mit der Batterie, komme ich natürlich schon weiter.
Das sieht man schon hier an den etwas größeren Flugzeugen, die es da schon gibt. Also hier das Projekt H2Fly und der Hi4, die haben schon demonstriert, also 2016 ging das schon, mit einer Brennstoffzelle zu fliegen hier. Da hat man seither dran gearbeitet und kommt jetzt auf eine Distanz von 1500 Kilometer mit diesem Flieger. Da passen 4 Leute rein, wenn ich mich nicht täusche. Genau, der Viersitzer, das ist der erste Schritt. Jetzt geht es dann eigentlich in diese Richtung. Und hier ist die Vision, dass sowas dann mit einer Tankfüllung 40 Personen vielleicht 2000 Kilometer weit tragen könnte. Das ist jetzt Mittelstrecke, ne? Also zum Beispiel hier Stuttgart-Kreta. Sowas ist vorstellbar, nicht jetzt, aber bis Ende des Jahrzehnts. Und auch Airbus zum Beispiel möchte eigentlich ein Passagierflugzeug auf den Weg bringen, auf den Markt bringen, das in diesem Bereich arbeitet. Das sind 100 Sitzplätze, 3000 Kilometer, das ist Mallorca und auch darüber hinaus, genau. Europaweit, genau. Oder USA-weit, aber 100 Sitzplätze sind ja auch nicht besonders viel. Also man fliegt ja, also gerade wenn es um Effizienz und Kosten geht, oder? So ist es, genau. Das ist halt, hat natürlich den Vorteil, dass ich dann keine CO2-Emissionen erzeuge beim Verbrennen. Gleichwohl habe ich einen Nicht-CO2-Effekt auch da. Ich kriege auch ein bisschen Stickoxide. Ruß kriege ich natürlich nicht, weil ich keinen Kohlenstoff habe. Aber ich habe natürlich auch Wasserdampf. Also der Effekt ist nicht null, der Treibhausgaseffekt, aber es produziert natürlich kein CO2. Also das heißt, auch wenn ich dann mit einem solchen wasserstoffbetriebenen Flugzeug fliegen würde, wäre der Treibhauseffekt nicht null, weil letztendlich Wasserdampf entsteht. Ist das richtig? Ja. Also weil auch Kondensstreifen entstehen werden. Weil Kondensstreifen entstehen und von denen eben letztendlich auch ein Treibhauseffekt ausgeht. Ja. Und das liegt daran, weil Wärmestrahlung der Erde letztendlich zurückgehalten wird. Ja. Und dadurch durch die Atmosphäre. Durch die Atmosphäre. Ja. Wenn man Wasserstofffliegen diskutiert, dann braucht man natürlich eine Wasserstoffinfrastruktur an den Flughäfen. Und das muss natürlich aufgebaut werden. Ja. Und das ist wahrscheinlich zeitlich das größere Problem verglichen mit der Verfügbarkeit von Wasserstoffflugzeugen. Das heißt, es ist einfacher, Wasserstoffflugzeuge zu bauen, als die Wasserstoffinfrastruktur für diese Flächen flächendeckend einzuführen. Ne? Weil ich muss den Wasserstoff entweder dort vor Ort erzeugen oder ich muss ihn irgendwie dahin transportieren, dann brauche ich irgendwelche Pipelines. Und das sind nochmal wieder zusätzliche Kosten. Ja. Also das ist eben nur, es ist nicht nur der Antriebsstrang, ich brauche auch die Infrastruktur. Und für das Kerosin habe ich die natürlich. Das ist der Vorteil. Genau, und das bringt uns dann zur letzten Option, die man hat, dann eben mit diesem nachhaltigen Flugturbinentreibstoff, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Das ist im Prinzip ein synthetisches Kerosin, aus CO2 hergestellt oder, das sind die unteren Punkte, auf die ich dann auch nochmal hinweisen wollte, es gibt natürlich auch biogene Möglichkeiten. Ne? Also das eine sind die aus Altfett und Altspeiseöl herstellbaren HEFA genannten Fuels, die von Neste propagiert werden oder hergestellt werden. Die sind kommerziell verfügbar. Das sind auch die einzigen, die kommerziell verfügbar sind. Da reden wir über 1 Million Tonnen pro Jahr. Also wie gesagt, 1 Million Tonnen pro Tag ist der Verbrauch. Wir haben hier 1 Million Tonnen pro Jahr, die Anfang nächstes Jahr dann auch erhöht werden soll um 500.000. Und natürlich ist die Firma Neste da sehr aktiv, das weiter hoch zu skalieren. Jetzt hat aber die Biomasse natürlich Grenzen, also Altspeisefett ist nicht unendlich weit verfügbar. Deswegen gibt es auch andere Ansätze und das ist hier zum Beispiel die Firma LanzaTech. Die haben ein Alkohol-to-Jet-Verfahren entwickelt, wo man letztendlich Ethanol aus Abgasen in Sustainable Aviation Fuel umarbeiten kann. Das könnte natürlich auch Bioethanol sein, aber man kann es auch mit Ethanol aus Abgasen machen. Und hier gibt es quasi eine erste Anlage, die im Bereich 30.000 Tonnen pro Jahr erzeugen soll. Das sind die biogenen Varianten. Und wenn man jetzt die strombasierten anschaut, also vielleicht erstmal das Gesamtbild, was hier von der Internationalen Luftfahrtorganisation publiziert wurde. Wie wird die Luftfahrt klimaneutral, da sehen wir, dass man davon ausgeht, 2/3 ungefähr Beitrag durch diese Sustainable Aviation Fuels. New Technology, Electric and Hydrogen 13%,
das bringt eigentlich das zum Ausdruck, dass diese ganzen kurzen Strecken nicht viel ausmachen. Was wirklich viel Emissionen ausmacht, sind halt die Langstreckenflüge mit großen Flugzeugen, vielen Leuten über lange Kilometerzahlen. Da mache ich eigentlich die Hauptemissionen, deswegen die kriege ich nur weg, wenn ich dafür einen Ersatz habe. Die gehen definitiv nicht mit batterieelektrisch betriebenen und wahrscheinlich auch nicht mit wasserstoffbetriebenen. Ja, das ist das, was wir im Endeffekt in diesen Zahlen hier sehen, in diesem Tortendiagramm. Ne? Und dann gibt es hier auch Offset, also Kompensation und dann natürlich den Betrieb der Flughäfen. Das ist natürlich auch ein bisschen was, wo ich noch was erreichen kann. Also wir brauchen SAF und wie können wir das jetzt machen? Aus erneuerbarer Energie, also nicht jetzt Bio und Abfall. Nicht aus Bio und Abfall, weil die letztendlich begrenzt sind. Ja. Wir brauchen natürlich die erneuerbare elektrische Energie und das CO2. Und dann gibt es einen Weg, wäre die thermochemische Konversion, also mit konzentrierter Solarstrahlung. Mhm. Oder eben über die Elektrolyse oder eben über die Koelektrolyse. Das sind dann die elektrochemischen Varianten. Ja. Und ich erzeuge entweder Wasserstoff und muss dann aus CO2 und Wasserstoff über diese Reaktion, die umgekehrte Wassergas-Shift-Reaktion, Synthesegas erzeugen. Hier kann ich es auch direkt machen, hier kann ich es auch direkt machen. Und dann kann ich dieses Synthesegas grob immer entweder über die Fischer-Tropsch-Route oder über die Methanol-Synthese und dann Umwandlung von Methanol in Jet-Fuel und Upgrading letztendlich in mein SAF umwandeln. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten, Synthesegas zu machen und dann im Wesentlichen zwei Stränge, wie ich zum SAF komme. Das ist das Gesamtbild. An allen diesen Themen wird natürlich geforscht und wir beforschen die auch. Schauen wir uns nochmal an, was überhaupt zugelassen ist. Die Luftfahrt ist ja ein hochreguliertes Gebiet. Das kann man ja nicht einfach irgendein Verfahren machen und meinen, dass man das jetzt direkt vertanken kann. Das muss ja aufwendig zugelassen werden. Ganz streng vorgeschriebene Prozeduren, wo man auch viele Tonnen von dem Produkt braucht, bis es wirklich sozusagen zugelassen ist. Und der Weg, der schon zugelassen ist, hauptsächlich durch Bemühungen der Firma Sasol, ist der, dass man über die Fischer-Tropsch-Synthese eben ein synthetisches Öl produziert, das dann über Raffinerieschritte wie hydrierende Spaltung und Isomerisierung in das endgültige Produkt umgewandelt wird. Das haben die schon zugelassen, grundsätzlich. Das heißt, wenn man diesen Verfahrensweg einhält und zeigt, dass das Produkt die ganzen Parameter dieser Norm erfüllt, dann kann man das zumischen dem fossilen Kerosin. Das heißt, es wird beigemengt. Es ist noch nicht direkt zu 100% verwendbar, sondern aus bestimmten anderen Gründen, weil noch gewisse Stoffe notwendig sind, kann es momentan nur beigemengt werden. Genau, da ist es wichtig zu wissen, dass das normale Jetfuel, das normale Kerosin Aromaten enthält. Das sind also so zyklische Verbindungen mit entsprechenden aromatischen Kern. Und die haben ganz besondere Eigenschaften, wenn es um das Quellen von Kunststoffmaterialien, nämlich den Dichtungen, geht. Also die Dichtungen, die im Flugzeugbetankungssystem und auch in den Tanklägern eingesetzt werden, die haben ein bestimmtes Quellverhalten, das auf diese aromatenhaltigen Qualitäten abgestimmt ist. Und demgegenüber das synthetische Kerosin, was wir über die Fischer-Tropsch-Synthese machen, hat überhaupt keine Aromaten. Deswegen, auch deswegen, muss ich einen gewissen Mindestanteil an Aromaten haben, wenn ich das in vorhandenen Infrastrukturen nutzen will. Weil ich will natürlich nicht, dass meine Turbine an irgendeiner Leitung leckt und dann das Ding Feuer fängt und dann, ne? Das geht natürlich nicht. Also dieser Weg ist aber eben zugelassen und diesen Weg benutzen wir auch als Hauptentwicklungsrichtung im Moment. Was man dann auch machen kann natürlich, also wenn man einen komplett neuen Verfahren, einen neuen Verfahrensweg zulassen will, dann muss man den natürlich erstmal aufbauen und dann muss man quasi durch einen langwierigen Prozess gehen, einen Annex für diese Norm generieren. Und wenn der dann irgendwann zugelassen ist, dann geht es dann entsprechend auch. Es gibt auch die Überlegung, nicht zu blenden, sondern aus diesem Weg dann auch noch Aromaten herzustellen. Und die dann zu mischen, dann hätte man auch den gewissen Aromatenanteil im Fuel, aber das wäre dann auch ein völlig neuer Herstellweg, den müsste man halt viel aufwendiger zulassen. Aber nur so wäre es ja wirklich dann möglich, ein komplett klimaneutrales
E-Kerosin herzustellen, oder? Genau, aber das wird natürlich erst dann relevant, wenn ich, also aus Gesamtsicht, wenn ich hohe Zumischquoten habe. Ja. Und im Moment reden wir über so gut wie nichts, unter 1%. Also von daher habe ich da noch ein bisschen Zeit, so ein Verfahren zugelassen zu kriegen. Und wenn ich was bewegen will, dann versuche ich natürlich jetzt nach diesem Weg möglichst schnell sozusagen synthetisches Kerosin zu produzieren und es dann einfach zu blenden. Und was wir jetzt in einem unserer, sagen wir mal, wichtigen Projekte, was eine gewisse Größe und Laufzeit auch hat, machen seit einigen Jahren, eigentlich seit 2016, ist, wir schauen uns ein Verfahren an, wie ich letztendlich aus dem CO2 der Luft über eine besonders effiziente Elektrolyse, das ist diese Hochtemperatur-Koelektrolyse, die Fischer-Tropsch-Synthese mit ganz besonders kompakten, effizienten Reaktoren, die am Institut entwickelt wurden und jetzt von unserem Spin-off Ineratec kommerzialisiert werden. Und dann letzte Stufe, Upgrading von diesem Fischer-Tropsch-Rohprodukt zum spezifikationsgerechten Kerosin. Dieses Verfahren untersuchen wir. Ein Trick dabei ist noch, dass man die Reaktionswärme, die man hier bekommt, das ist wärmefreisetzend, diese Reaktion, weil man Wasser bildet. Diese Wärme wird genutzt, um Dampf zu erzeugen, der dann in der Koelektrolyse eingesetzt wird. Diese Koelektrolyse arbeitet mit Wasserdampf. Dafür muss man Wasser verdampfen. Das kostet normalerweise Energie. Wenn ich das mit der Abwärme aus dem Prozess mache, habe ich natürlich eine höhere Energieeffizienz. Die anderweitigen Abwärmen, alles was über 100 Grad ist hier, wird auch genutzt, um den Energiebedarf der Direct Air Capture zu bedienen, sodass insgesamt da eine Synergie ist, weswegen diese Verfahrenskombination in meinen Augen der Goldstandard ist. Weil insgesamt so am effizientesten produziert werden könnte. So ist es. Natürlich muss man dann zugeben, dass der technische Entwicklungsstand der Direct Air Capture noch nicht ausreichend ist, um jetzt Millionen Tonnen pro Jahr Anlagen zu haben und auch die Hochtemperatur-Koelektrolyse sich erst im, wenn überhaupt, im Megawatt-Bereich, einstelligen Megawatt-Bereich abspielt. Das heißt, hier ist natürlich noch Entwicklungsbedarf, aber das ist ja auch ein Forschungsprojekt und wir wollen das ja sozusagen nach vorne bringen durch solche Arbeiten. Wird es dann irgendwann größere Anlagen geben oder sind das mehrere einfach nebeneinander irgendwann? Es wird irgendwann größere Anlagen geben, wo man dann halt viele solcher Module hat. Die können natürlich dann auch ein bisschen anders aussehen als die hier. Und auch die Elektrolyse ist ja immer modular. Da hat man dann halt Stacks, die kann man mit einer bestimmten Größe ausführen und ansonsten wird das dann parallelisiert und in eine Anlage integriert. So ist es hier auch. Diese Fischer-Tropsch-Mikrostrukturreaktoren sind auch Module. Die wird man bis zu einer gewissen sinnvollen Größe machen und dann hat man über, man nennt es internes Numbering-up, hat man halt viele solche Module, die dann in eine Gesamtanlage integriert werden. Aber durchaus sinnvoll ist es, alle Verfahren nebeneinander zu bauen, damit diese effizienten Strukturen auch genutzt werden können. Genau, und ein Punkt, den man auch auf dem Schirm haben sollte mit dieser Modularisierung ist, dass man natürlich dann auch mehr Möglichkeiten hat, die Kapazität der Anlage zu variieren. Ich kann jetzt einzelne Module, ich habe dann mehrere Stränge, und ich kann jetzt einzelne Stränge in einen Hot Standby stellen, wenn ich weniger Gas zu verarbeiten habe, weil ich vielleicht weniger Wasserstoff aus der Elektrolyse habe. Das heißt, ich kann das besser anpassen, als wenn ich eine große Anlage, einen Strang hätte. Durch die mehreren Stränge habe ich da einen ganz anderen Dynamikbereich. Das heißt, ich kann das besser einem volatilen Stromangebot anpassen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt für uns, weil wir eher auf kleinere, flexible Anlagen abzielen, als jetzt ganz große Anlagen, die wahrscheinlich auch mit konventioneller Reaktortechnologie dann eben gemacht werden können. Wir können jetzt mal schauen, wo wir da jetzt stehen. Also in der ersten Phase haben wir das einfach hier mal weltweit zuerst in so einen Container eingebaut, alle vier verschiedenen Schritte, haben vielleicht 100 Liter Produkt erzeugt, haben uns mit der Bewertung der Verfahren angeschaut. Inzwischen gibt es diese Roadmap bis zur Version 4.0. Also wir haben hier sozusagen die erste Validierung gemacht. Und jetzt sind wir in der zweiten Phase dieses Projektes. Da ist das Ziel, das Ganze in den Maßstab 250 Kilowatt für die Koelektrolyse zu bringen. Und in unserem schönen Energy Lab 2.0, wo man jetzt hier dahinter die einzelnen Container sieht und hier diese Koelektrolyse, allerdings noch in Dresden, im Moment steht die ja schon hier,
das jetzt hier zu verknüpfen und dann dieses Verfahren, was wir vorher in dem kleinen einen Container gesehen haben, hier jetzt mit mehreren Containern im größeren Maßstab aufzubauen. Das ist das, was wir gerade machen. Und diese Anlage soll uns dann ungefähr 2 Barrel pro Tag, das sind 2 × 159 Liter, ein Barrel ist 159 Liter, also 300 Liter pro Tag von diesem Fischer-Tropsch-Produkt ergeben. So ist der Auslegungspunkt. Da werden wir dann sehen, ob wir das auch so bestätigen können. Und dazu haben wir hier schon einen zweiten Container oben drauf, wo dann dieses Upgrading-Verfahren eingebaut wird. Gleichzeitig arbeiten wir hier an der weiteren Skalierung, auch mit Ineratec als Partner. Und das soll in Frankfurt höchst passieren. Aber bevor ich das erkläre, habe ich hier noch eine Folie, wo wir die Energieeffizienz mal berechnet haben. Also wir sehen hier erstmal, wie das Verfahren insgesamt aussieht. Wir haben hier die Co-Elektrolyse, die Direct Air Capture ist hier nicht mitgezeichnet, die ist nur so angegeben. Und dann wird halt hier das Synthesegas erzeugt, komprimiert, geht in den Fischer-Tropsch-Reaktor und dann geht es durch dieses Aufarbeitungssystem durch und am Ende kommt hier das fertige Produkt raus und dann habe ich halt alle möglichen Kreisläufe, Wärmetauscher. Und man sieht das hier an den blauen Zahlen. Das ist sozusagen dann die Hochtemperaturwärme und die hellblauen sind die Niedertemperaturwärme. Einmal 120 Grad, einmal 40 Grad. Das sind quasi alle Abwärmen, die das System so liefert. Und rot sind die Verbräuche. Ja, das sieht man jetzt hier. Wir haben hier 100 Megawatt Elektrolyse gerechnet. Haben wir 8 Megawatt für einen Kompressor und so weiter. Und wenn ich das alles zusammenrechne und miteinander verrechne, dann komme ich zu diesen Zahlen. Je nachdem, ob man die Hochtemperaturwärme alleine oder dann auch die Niedertemperaturwärme nutzen kann und ob man den Heizwert oder den Brennwert betrachtet, bewegt man sich im Bereich von knapp unter 50 bis knapp über 55% Energieeffizienz. Wichtig ist hier die Bemerkung, dass das die CO2-Gewinnung aus der Luft mit einschließt. Das heißt, wir verlieren Größenordnung die Hälfte der Energie leider. Des grünen Stromes, der in das Verfahren hineingesteckt wird. Aber positiv sozusagen, wir behalten die Hälfte als Energieträger übrig. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Es sind ja doch einige Schritte, die da zu gehen sind. Und jeder Schritt ist natürlich immer mit Verlusten verbunden. Das ist ein sehr guter Wert. Und der bestärkt uns natürlich auch darin, das weiter zu verfolgen. Hier haben wir nochmal ein Bild auf dieses Upgrading-Verfahren. Also wenn ich hier sozusagen mein Fischer-Tropsch-Produkt erzeuge im Fischer-Tropsch-Reaktor, dann geht es erstmal durch einen Spaltreaktor, wo ich die langkettigen Kohlenwasserstoffe in kürzere Produkte zerteile, weil mein Kerosin eigentlich diese kürzeren Produkte braucht. Und dann habe ich hier einen Abscheider und dann gibt man das komplette flüssige Produkt dann nochmal in einen Reaktor, wo man mit Wasserstoff isomerisiert. Das macht man aus den langen Ketten, verzweigte Ketten, damit man eben die Produktparameter trifft. Ja. Und am Ende muss man dann noch destillieren. Das ist die Kolonne hier. Und wir haben gezeigt, dass man jetzt also tatsächlich die Parameter nach ASTM erfüllt. Unsere Ausbeute an synthetischem paraffinischem Kerosin ist noch nicht so hoch, das ist 35%. Da ist noch Luft nach oben. Ah. Das heißt, wir machen hier auch relativ viel von diesem Naphtha noch und auch noch ein bisschen was von dem Diesel. Und das hängt natürlich davon ab, welche Bedingungen und welche Katalysatoren ich hier drin habe. Und das müssen wir noch optimieren in weiteren Forschungen, um unter Einhaltung der Parameter die Ausbeute nach oben zu treiben. Also das heißt, 35% des Gesamtoutputs sind letztendlich für SAF geeignete organische Verbindungen. Stand jetzt. Stand jetzt. Was ist da ungefähr mal erreichbar? Erreichbar laut den Vorstellungen, die die Industrie hat, sind 70-80%. Okay. Wir werden sehen, wie weit wir das noch erhöhen können. Das, wie gesagt, hängt damit zusammen, was für Katalysatoren man hier einsetzt und welche Bedingungen man anwendet. Hier sieht man jetzt im Prinzip, wie sich die einzelnen Schritte auf die Kohlenwasserstoffproduktzusammensetzung, zumindest hier als Plot einfach der Kohlenstoffkettenlänge, auswirkt. Das ist sozusagen das Originalöl, was aus diesem Verfahren rauskommt. Also Öl heißt, wir reden jetzt über die Mitteldestillate, die bei Raumtemperatur flüssig sind. Da sieht man, dass man im Wesentlichen diese langkettigen Alkane hat und auch Alkene.
das sind die ungesättigten Verbindungen. Ne? Wenig Isoalkane, das sieht man kaum, das sind die grauen kleinen Balken hier unten, noch ein bisschen Alkohole. Das ist so, dass bei der Fischer-Tropsch-Synthese auch ein paar Alkohole, ein paar sauerstoffhaltige Verbindungen entstehen. Mhm. Und wenn man jetzt die langen Ketten, die hier gar nicht gezeigt sind, also die längeren hier, spaltet, dabei wird ja auch hydriert, dann bekommt man diese Zusammensetzung, die unterscheidet sich schon mal deutlich von der hier. Mhm. Sie sehen jetzt hier schon ein paar Isoalkane, die grauen Balken. Ansonsten immer noch ein ähnliches Bild, hauptsächlich N-Alkane und N-Alkene, das sind hier die Olefine. Mhm. Und wenn wir dann eben auch noch mal eine hydrierende Behandlung machen, dann können wir tatsächlich jetzt viel isomerisieren und kriegen die Isoalkane und werden die Olefine los. Ne? Die verliert man beim Hydrieren. Und das ist jetzt quasi dann die gewünschte Zusammensetzung, allerdings noch nicht die richtige Kettenlänge, deswegen muss man dann destillieren. Und wenn man dann geeignet destilliert, dann hat man die Kettenlängen im Kerosinbereich und sieht, wir haben also N-Alkane und Isoalkane und dieses Produkt erfüllt halt die Spezifikation. Und hier ist mal ein Bild, das haben wir im Labor gemacht noch, mit einer kleineren Anlage und ganz viele Flaschen produziert, die jetzt auch in einen Verbrennungsversuch laufen. Weil das ist ja der nächste Schritt, man muss ja dann auch wissen, wie die Schadstoffparameter sind und wie sich das ganze Zeug im Brenner verhält. Na klar. Also das heißt, nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren kommen noch diverse andere Schritte wie Refining und Destillation, um letztendlich ein hochwertiges Produkt zu erhalten. So ist es, ja. Unser Ziel von der Entwicklung ist es, dass wir das mit einem relativ einfachen Aufbau machen können, auch dezentral, dass wir keine Raffineriestruktur brauchen, dass wir quasi wirklich eine Anlage konfigurieren können, die Kerosin produziert. Deswegen versuchen wir auch schon, die Kerosinausbeute zu erhöhen, weil wir natürlich vor allem das Naphtha nicht wollen. Also Diesel wäre ja noch sinnvoller vielleicht. Also gut, wenn ich natürlich einen Chemieabnehmer habe, dann kann ich auch mit dem Naphtha arbeiten. Ansonsten hätte ich für Diesel im Schwerlastverkehr natürlich auch Verwendung. Auf der praktischen Ebene ist es so, dass, also hier sehen Sie eine Anlage eigentlich, sind zwei Bilder von einer Anlage, die im Bereich 1 Megawatt jetzt liegt. Also das sind dann umgerechnet 350 Tonnen pro Jahr, wenn das jetzt durchlaufen würde, an diesem Fischer-Tropsch Crude, Rohöl, die von unserem Spin-off in Inratec gebaut wurden. Eine davon, also sie haben zwei Anlagen gebaut, eine hier für Atmosphäre in Werlte, Norddeutschland, eine in Hamburg in der Raffinerie Hansen und Rosenthal. Und was jetzt gemacht wird, ist, jetzt werden diese Module, hier sehen wir die Module für die Synthesegaserzeugung, da sind zwei solche großen Reaktoren drin. Ja. Und hier sehen Sie Module für die Fischer-Tropsch-Synthese, da sind 8 solche Module drin. Sie sehen, das ist sehr vollgepackt, dieser Container. Mhm. Und was Inratec jetzt plant oder baut, in Frankfurt-Höchst eine Anlage, die dann Faktor 10 größer ist. Die dann nicht mehr in einem Container natürlich sein wird, sondern die verschiedene Module kombiniert. Und in dieser Anlage wollen wir dann unser Upgrading-Verfahren zu diesem synthetischen paraffinischen Kerosin eben nochmal in größer demonstrieren und dann einen dieser Module mit dem Upgrading-Verfahren ausstatten, um dann ungefähr eine Tonne von dem SPK pro Tag da produzieren zu können. Das ist ungefähr die Menge, die man dann braucht, dass man etliche Tonnen zusammenbringt, mit denen man dann mal einen Demonstrationsflug machen kann. Das ist das nächste Ziel. Ne? Also nach der chemischen Charakterisierung, wenn man sieht, okay, das ist gut, dann macht man die Verbrennung, wenn man sieht, das verbrennt auch schadstoffarm und dann will man das natürlich mal zeigen, dass das auch im praktischen Flugzeug funktioniert. Aber immer noch als Beimengung zu fossilen erstmal. Als Beimengung, ja. Wir müssen ja innerhalb der 50% bleiben. Ob man dann an die 50% geht oder die Menge mit den größeren, das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie viel man hat. Gut. Das würde dann, wenn es denn technisch machbar ist, auch das vielleicht auslösen, dass gewisse gesetzliche Vorgaben dementsprechend formuliert werden, oder? Das gibt es ja schon. Also wir haben ja schon eine Zumischquote. Wenn ich mich richtig erinnere, bis 2025 wollen wir 0,5% SAF im Kerosin haben. Das wären 50.000 Tonnen bei 10 Millionen Tonnen, die in Deutschland verflogen werden. Das kriegt man wahrscheinlich mit dem Bio-Kerosin hin, was wir am Anfang gesehen haben.
Bis 2030 sind es dann schon 2%, also mindestens 2%. Die Luftfahrt möchte eigentlich schneller. Das heißt also, es wird händeringend gebraucht. Das heißt, die Luftfahrt möchte höhere Quoten als die, die der Gesetzgeber momentan vorgibt. Ja, aber es ist halt nichts am Markt verfügbar. Das ist alles erst im Aufbau. Wir reden halt dann bei 2% sind es 200.000 Tonnen. Jetzt habe ich hier gesagt, ganz stolz, in Eratec 3.500 Tonnen. Mhm. Ja, das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also es ist ja Deutschland nicht besonders groß. Global ist es sowieso ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber auch hier müssen natürlich noch mehr Projekte folgen und mehr Anlagen gebaut werden, die einfach auch verschiedene Technologien da vorwärts bringen. Wenn wir mal zusammenfassen, können wir jetzt fliegen, klimaneutral oder ohne Treibhausgaseffekt? Also ich glaube schon. Ich glaube schon, wir sollten uns trotzdem überlegen, ob wir nicht weniger fliegen, weil es gibt vielleicht auch noch ein paar andere Leute auf der Welt, die auch mal fliegen wollen. Wir brauchen sicher Akzeptanz, dass das ein bisschen teurer wird, als weiter das steuerbefreite fossile Kerosin zu benutzen. Neue Technologien werden wir auch brauchen und dann glaube ich schon, dass es möglich ist, das zu machen. Ich bin auch der Meinung, dass SAF da die große Bedeutung hat, weil der Langstreckenflug der ist ja hauptsächlich interessant. Weil der Langstreckenflug einfach den größten Klimaeffekt hat. Und weil das natürlich auch das ist, was halt die Flugreise interessant macht. Also wenn ich ferne Länder sehen will, ne, dann kann ich ja nicht anders als fliegen. So ist es. Also ich glaube, das wird gehen und man braucht das SAF dazu. Die Bio-Variante wird schneller verfügbar sein, ist ja schon verfügbar, ist auch billiger, aber hat langfristig zu wenig Mengenpotenzial. Weil da haben wir natürlich die Konkurrenz mit Nahrungsmitteln. Wir haben auch die Fläche, braucht mehr Fläche als jetzt PTL-SAF. Ja. Allerdings brauche ich natürlich für PTL-SAF die erneuerbare Stromerzeugung und die braucht auch Fläche. Und auch da muss man natürlich überlegen, was macht man wo. Das ist überhaupt die Schlussfolgerung bei den ganzen Power-to-X-Anwendungen. Wir brauchen viel mehr erneuerbaren Strom. Nochmal ein Zahlenbeispiel, 1 Million Tonnen. Kerosin brauchen ungefähr 25 Terawattstunden. Wenn ich jetzt wirklich 1 Million am Tag erzeugen will, was jetzt der Weltverbrauch wäre, ja, dann bräuchte ich ja 1 Terawatt. Also ich habe jetzt einfach 25 durch 24 geteilt, da kommt ungefähr 1 raus. Das heißt, ich brauche 1 Terawatt Leistung nur dafür, Kerosin zu machen. Das heißt 1000 Gigawatt erneuerbare Stromerzeugung nur, um Kerosin zu machen. Dann habe ich ja noch sonst nichts. Also das soll nochmal deutlich machen, dass wir halt schon überlegen müssen, für was machen wir jetzt Power-to-X, wie viel brauchen wir wirklich und wir müssen erneuerbaren Strom dazu aufbauen. Und das letzte Statement ist natürlich auch klar, Fliegen ist jetzt nicht die größte Quelle. Wenn man sich den Straßenverkehr anschaut, der macht deutlich mehr CO2 und auch da müssen wir natürlich reduzieren. Also es nützt nichts, wenn einer sagt, ja, ich fliege jetzt nicht mehr, ich bin jetzt grün. Das kommt drauf an. Entscheidend ist der Gesamtfootprint, den diese Person halt hat. Und das müssen doch, glaube ich, viele noch verinnerlichen, dass man sich das mal anschauen muss, wie man da aufgestellt ist, sei es jetzt als Individuum, als Unternehmen oder halt eben als Land. Und welchen Plan man jetzt verfolgt, um das konsequent nach unten zu bringen. Aber nehmen wir mal an, in die Zukunft gedacht, es gäbe jetzt wirklich SAF, also klimaneutrales E-Kerosin. Sie sagten eingangs, dass 2/3 des Treibhauseffektes durch andere Effekte erzeugt werden. Dann würde es auch mit SAF kein rein klimaneutrales Fliegen möglich sein. Es muss immer irgendetwas anderes noch kompensiert werden, oder? Ja, also wenn wir auch mit CO2-neutralem Kerosin fliegen, haben wir natürlich immer noch den Nicht-CO2-Effekt der Luftfahrt. Der ist zwar reduziert, aber nicht verschwunden. Und deswegen müssen wir durch andere Maßnahmen noch kompensieren, um ihn wirklich auf Null zu bringen. Herr Professor Dittmeier, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Sehr gerne, sehr gerne.